Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder von einer neuen Folge Ebelsbach. Ich habe jetzt die Brücke hier drauf gemacht und da habe ich gedacht, da fährst du noch schnell mal ein bisschen Sojabohnen weg, damit das Ding nicht umsonst drauf liegt. Ja, mein IT-Runner steht auch wie bescheuert da im Schuppen. Keine Ahnung warum. Deshalb muss ich jetzt die Brücke hier aufsatteln. Ich muss so gucken, jetzt ist so ein Dolly-Krieg, ne? Guck mal, wenn ich hier einen Dolly dranhängen würde und dann noch so einen Tieflader, einen Trailer hinten dran. Da können wir schon was wegkarren, ne? Das ist überhaupt die Idee. Und unbedingt den Arnie rufen. Den rufen wir jetzt sofort an. Das ist die Idee. Das wäre die Idee. Mal schauen, ob der es besorgen kann. Aua? Jo! Hallo! Jo. Was ist los, Olaf? Sag mal, gibt das so Dinger, die man unter einen Auflieger setzen kann? So Dolly oder wie die Dinger heißen, ne? Ja. Hast du sowas auf dem Hof vielleicht? Nee, ne? Nee. Aber besorgen kannst du sowas. Gegen einen festen Preis kann ich dir sowas besorgen, ja klar. Das wäre eine gute Idee. Dann besorgen wir mal so ein Ding. Weil ich habe eine Idee. Ich habe doch hier den MAN mit. Der kann schon eine Mulde draufpacken, ne? So, und jetzt den dann so ein Dolly Trainer Knall. Ja. Müsste eigentlich gehen, oder? Der hat doch. Ach nee, der hat gar keine Kupplung dafür, oder? Willst du IT-Runner haben, oder was? Nee, IT-Runner habe ich schon. Ach, der hat gar keine Kupplung für das. Nee, der wird hier unten angehangen, der Dolly, gell? Das geht gar nicht. Nee, nee, sorry, das wird nichts. Da kann man dem MAN noch irgendwas umbauen, hinten am Arsch. Der hat ja nur die normale Kupplung. Nee. Ich bin doch gerade nicht im Büro. Das kann ich dir gar nicht sagen. Gut, dann müssen wir mal drüber sprechen. Welchen hattest du denn? Du meinst alten, den 33er? Den alten, ja, genau. Da hätte ich gern, ja, wenn es machbar wäre. Nee, da kann man nichts umbauen. Das habe ich nee, ja mal kann gedacht. Man umbauen. Ja, soweit ich mich jetzt daran erinnere, kann man hier nichts umbauen. Das ist natürlich schlecht. Also ich muss nochmal genauer in die Unterlagen gucken, aber ich sagte schon mal zu 95% nein. Weißt du, ich hätte gedacht, ich könnte da den großen Trailer noch hinten dran hängen. Aber egal, so ein Dolly brauche ich trotzdem. Dolly brauchst du trotzdem? Ja, hinterm Unimog kann ich ja das Ding auch steppen. Willst du jetzt sofort einen Preis haben? Pff, sofort. Ja, am liebsten natürlich immer, aber wenn nicht, dann nicht. Es bricht mir jetzt nicht das Herz, wenn ich jetzt nicht sofort Bescheid weiß. Mal muss ich kurz überlegen, und zwar sind wir bei... wie viel haben die mal kostet? Ich glaube... Wenn ich im Katalog mein EK sind, glaube ich 9000. Lass mich mal kurz rechnen. Dein Einkaufswert ist 9000, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was mich das die Suppe wieder kostet. Machen wir 9, mal einen runden Preis, machen wir 10.000. Hätte jetzt 9,9, okay, dann sagen wir 10. Als ob du jetzt 9,9 gesagt hättest. Ich hab grad 9,9 gesagt, aber da hast du schon geredet. Ah, babbelabab, du hast ja keine 9,9 gesagt. Okay, machen wir 10. Ich hab 9,9 gesagt. Gut, machen wir 10. Dann ist aber Express, dann ist das heute Nachmittag aber da. Ja, ich rufe an, bei Krampe. Okay, ratzfatz. Alles klar, ciao. Das hat eben noch, der hat wahrscheinlich aufgelegt wieder. Die eigentlich noch ein Gespräch hier, aber ich kann auch nicht zwei Sachen auf einmal. Drei, ich bin nur noch fahren hier. Wenn man von Teufel spricht.
Ja, hallo? Hallo? Ludwig hier. Ja, hallo. Ja, Junge, ich hab dir letztens schon gesagt, hast du mich vergessen bestimmt. Was denn? Ich hab noch Milch, jede Menge Milch. Ja. Der läuft schon fast über hier bei mir. Ja, das ist doch schön. Freu dich doch, ja. So viel Milch hast. 72.000 Liter. Na, das ist doch schick. Kannst du abholen? Ja, klar. Ja. Ja, Preis müssen wir gucken. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt. Ne? Ja, ja. Aber hast du einen Kalkstreuer? Nee. Das habe ich nicht. Ich habe einen, oder? Moment. Müssen wir uns mal zulegen. Doch, ich habe einen. Hast du einen? Ja. Kannst du holen kommen, wenn du kannst willst. Kannst du uns auch Kalk zum Feld bringen und abkippen? Kann ich auch. Das wird, aber du müsst ja auch aufpassen, dass nicht nass wird, ne? Das ist normalerweise nicht so der Tollste. Ja, wir wollen das sofort verarbeiten, die Tage. Ja, die Tage, deshalb. Wenn es Regen wird, guck mal auf den Himmel, ja? Auf Wettervorhersage. Es wird Regen. Das sollst du mir nicht jetzt bringen, sondern kurzfristig würde ich das dann. Ach so, ja, das geht. Das kann man machen. Ja. Das kann man machen. Ich kann auch mal die Milch abholen. Jo, alles klar. Okay. Kannst mit meinem Bruder sprechen, ich bin unterwegs. Sag mal, du hast doch auch so einen Sammelwagen mal gehabt von so einen Scherenanhänger, oder? Oder eher nicht? Sammelwagen? Ja, so in der Richtung. Naja, so ein Tankauflieger, so ein Tankding, so ein Tankanhänger, oder? Bin ich jetzt so einen bekannten Film. Ja. Ja, damit ja, hast du. Hast mir da immer hingeschenkt. Nein, den nicht. So ein Chromtank. Ups, da bist du ja. So ein Chromtank. Ja, wie ich ihn drauf habe. Nur halt eben mal Scherenhänger, ne? Okay, ich dachte. Naja, egal. Ich zapf da mal ab. Jo. Okay, ich sag dir da gleich einen Preis durch, ne? Oder dein Bruder. Naja, mein Bruder. Alles klar, tschüss. Ciao. So, Milch. Was krieg ich denn mal für Milch? Mal gucken. Mal gucken wir mal, wo ich die mal an jetzt hier. Mal schauen, was der dann sagt. Hallo? Jo, hier, Blume, ich bin bei euch Milch am Tanken. Ja? Der Preis ist am Moment aber sehr schlecht, der fällt. Also, gut, ja nix. 6,50, mehr kann ich dafür nicht zahlen. Ja, gut, dann ist das halt so mal eine Krise. Genau, ich habe jetzt 32.000 drin. Ja. Dann bezahle ich dir die schon mal im Moment. Das wären 20,8. Kommt schon mal, ne? Ja, genau. So. Nochmal einen drauf und 8. Ach Quatsch, was mach ich denn hier? 20.800, so. Bitteschön. Jawohl, wunderbar, vielen Dank. Okay, wenn nächstes Mal nochmal 2080 ist, dann ist das nochmal von mir, ne? Alles klar, ich danke dir. Okay, tschüss. Ciao, ciao. So, das schon mal erledigt. Dann fahren wir noch zweimal hin, dann haben wir die Uhr weg. Ist natürlich doof, dass ich kein Lager dafür habe. Alter.
besser, dass wir uns gar nicht gefahren werden mit dem Ding hier. Er war gerade an und dann fährt man damit, was gerade los ist. Hätte ich. So. So. Was schafft denn der Ludwig da hinten? Was denn der machen? So, leer. Der Andi sucht da. Ich hab jetzt keine Zeit. Jungs, tut mir leid. Einmal Milch holen. Oha. Der Bürgermeister, schnell unterwegs hier. Zap, zarab. Aber ich finde es immer cool, dass die Mitbürger wissen, wer Vorfahrt hat. Das ist natürlich immer wichtig. Ist doch cool, dass wir vom Hof kommen hier, dass wir sie überfahren. So, danke. Güldenhof. Zack. Mal auffüllen. Wieder auf geht's. Der schwimmt aber, meine Fresse. Da merkt man doch, dass sowas drin hat. Ja, scheu. Der festgewachsen da in seinem Schlepper. Der Maurer. Schafft ihn der da unten. Aber bist du eingeschlafen in deinem Trecker da oder was? Ja, ich war gerade am Telefonieren, Entschuldigung.
Meine ja. Nese, du warst ja gerade nicht hier. Doch, ich war schon hier, da warst du immer noch am Pennen hier. Oh, mein ja, neuer Dolly ist doch da. Ich muss mal kurz fertig telefonieren. So, ich habe jetzt extra hier Expresslieferung, ja? Top! Ja, was das heißt hier top? Ist cool. So kenne ich das von meinem Händler, so muss das sein. Wie viel darf es denn sein? Ich bin jetzt extra ins nächste Dorf gefahren, weil da mein Händlerkollege das gute Stück noch rumstehen hatte, ja, als Neuware. Mhm. Ja? Ja. Der hat mir aber trotzdem den vollen Preis abgeknöpft wegen Express. Mhm. So, jetzt habe ich hier meinen schönen neuen Fendt 942 Vario. Was sagst du zu dem? Sieht geil aus, wa? Ach, ich dachte, das wäre der vom Schweinehof. Der sieht doch genauso aus. Ja, habe ich ihm abgekauft. Ach, du hast ihm den abgekauft? Okay. Was haben die denn jetzt für einen? Die sind ein bisschen größer geworden. 50 oder was? Ja. Okay. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich extra Express liefert und habe dem natürlich noch 200 oben drauf gepackt, weil es so reibungslos mit ihm funktioniert hat. Mhm. Also würde ich jetzt die 200 eiskalt da nicht durchreichen, also kriege ich 10.400 von dir. Ich hätte es nicht anders erwartet. Komm, ich mache noch. Ich lege nur noch 100 da drauf und dann bei Express. Olaf. Tipptopp. Du bist die Beste. Pass mal auf hier, komm mal mit. Was ich dir zeigen wollte. Warum rennst du denn so? Ah nee, Quatsch, hier ist deine Ecke. Komm mit. Ja. Naja, Zeit ist Geld. Geld ist Luxus. Luxus kann ich mir nicht leisten. Hier, guck. Hock dich mal hier. Da. Siehst du das? Da fehlt der, ja. Ne? Das wird nichts, gell? Da wollte ich eigentlich den Dolly dran. Zapfwelle. Nee. Ja. Da hätte ich wollen den Dolly dran machen. Weißt du warum? Dann hätte ich nämlich den Kipper hier drauf und dann meinen Trailer hinten dran. Dann hätte ich um die 60.000, glaube ich, 70.000 auf einen Schlag weg. Kann er mal gucken, ob es einen Dolly gibt für den Dolly. Und dann? Na, ob wir einen Dolly haben, wo du dann den Dolly wieder andollen kannst. Der hat so eine Kupplung halt. Das, glaube ich, gibt's nicht. Nee, nochmal ein Dolly dazwischen, weißt du, dass du hier an den LKW einen Dolly machst, mhm. wo dann hinten die richtige Kupplung dran ist, also Kugel, mhm. und da wieder den Dolly mit Kugelaufnahme und dann kannst du an den Dolly. Mhm. Ich glaube, da sind wir genug Dolle hier, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber verkauf wo wir schon mal da sind. Was? Verkaufe ich dir, habe ich kein Problem mit. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Jetzt glaube ich, haben wir aber auch genug über Dolle geredet hier. Wenn es euch gefallen hat, meine lieben Zuschauer, dann schaut gerne wieder beim nächsten Mal vorbei. Denkt dran, Mittwochs ist Livestream. 20 Uhr abends, pinklich. Ein Abo wäre natürlich schick. Wenn ihr mir das labern wollt, Facebook, wisst ihr Bescheid, steht alles unten in der Videobeschreibung. Und bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sag tschüss! Tschüss! Na also, geht doch.